Heute nehme ich euch mit nach Cadaqués. Ganz im Nordosten der Iberischen Halbinsel, an der Costa Brava zur Grenze zu Frankreich, liegt die Halbinsel Cap de Creux. Hey Leute, ich bin Stella Fontana. Heute geht's mal wieder auf Erkundungstour an der Costa Brava. Erst noch mal schnell mit der Coco eine kleine Runde drehen und dann geht's los. Die Fahrt von Barcelona aus dauert insgesamt 2 Stunden und das letzte Stück ist sehr kurvig und sehr, sehr schön. Wir sind erstmal an Cadaqués vorbeigefahren und sind zum Leuchtturm gefahren. Auf dem Cap de Creux. Trotz der Corona-Zeit gab es relativ viele Touristen und Besucher, vorwiegend mit dem Auto und vorwiegend aus Frankreich. Der Anblick vom Leuchtturm ist einfach atemberaubend. Man sieht die Landzungen und überall Boote, Segelboote, Motorboote, wie sie vor Anker liegen. Und was für uns am schönsten war, dass wir mit unserer Irish Setter Hündin Coco runtergehen konnten, runtergewandert sind in so einer Bucht und uns da zu Wasser gelassen haben. Und das hier ist jetzt Cadaqués. Das kleine Fischerdorf hat ungefähr 3000 Einwohner. Die Häuser sind weiß gestrichen, die Wege zum Teil super urig. Und es ist einfach nur wunderschön. Auch Cadaqués hat verschiedene Buchten. Und die Aussicht ist einfach atemberaubend. Sich nicht sofort zu verlieben, ist eigentlich fast unmöglich. Es gibt viele kleine Geschäfte. Blumen, Kleider, Souvenirs, aber auf eine ganz hochwertige Art und Weise. Das hat mir wirklich gut gefallen, nicht so typisch Ramschladen. Die Strände sind Steinstrände, aber das ist gar nicht schlimm, weil dadurch ist das Wasser kristallklar. Cadaqués ist auch bekannt als Hochburg für Künstler. Sehenswertes in Cadaqués ist mit Sicherheit das Salvador Dali Haus, mittlerweile ein Museum, und die Kirche Santa Maria. Das kleine Fischerdorf ist ein Magnet gewesen für Künstler und so haben Pablo Picasso und Juan Miró den kleinen Ort besucht und Salvador Dalí verbrachte Teile seiner Kindheit hier. Es ist klein, es ist gemütlich, es ist wunderschön und es hat einfach Spaß gemacht, dass wir uns diese Auszeit nehmen konnten.
In diesem Restaurant haben wir zu Abend gegessen. Und konnten den wunderbaren Ausblick genießen. Die Stimmung, wenn die Sonne langsam untergeht, ist auch unglaublich bezaubernd. Und es ist mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen, dass wir in Cadaqués waren. Gute Nacht und bis bald.